Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever Multiplayer Projekt. Das ist sogar die 40. Folge, also ich bin echt begeistert. 40. Folge, also ich habe nicht gedacht, dass es so lang dauert oder so lang geht, dieses Projekt. Also ich bin fasziniert, also es macht Spaß und danke an euch, dass ihr so zuschaut. Ich freue mich auch immer wieder und jedes Mal, beziehungsweise nächstes Mal, die Staffel 2 wird auch sehr interessant. Was heißt nächstes Mal? Also, wenn wir Staffel 2, ich habe jetzt die Karte auch selber schon gesehen, ist noch nicht final, aber sieht schon sehr interessant aus. Mehr Herausforderungen. Ah, kann ich euch nur empfehlen, mal auch reinzuschauen oder komplett anzuschauen. Das überlasse ich dann euch. So, aber zum Staffel 1, 40. Folge. Wir haben hier ein Weltkulturerbe, Brückenpfeiler von Kante. Er hat gesagt, wenn wir wollen, können wir mal probieren, das wegzureißen. Er hat es nicht geschafft. Ich habe es vor einem kleinen Versuch mal erreicht. Und dazu würde ich jetzt das mal nochmal testen. Weil es wäre schade, wenn wir es nicht erreichen könnten. Also wenn Kante sein Expresslinie nicht machen kann. Und siehe da, wir haben es erreicht. Kante, ich weiß, das ist deine Seite, aber ich hoffe, somit habe ich dir wieder geholfen. Wir werden auch heute noch das ein oder andere hier noch verbessern, beziehungsweise ich habe mir vorher diese Strecke noch mal kurz angeschaut, ob wir auch ausreichend 300 haben. Wir haben volle 300 hier auf dieser Fahrt. Und wir werden heute da auch an dieser Stelle weitermachen, wo wir das letzte Mal verzweifelt versucht haben, die Strecke auszubauen. Da ist noch 251, aber ich glaube, das würde immer noch funktionieren, passen. Also, ja, 250 müsste okay sein, aber jetzt müssen wir weiter auf 300 uns konzentrieren. Na, da pinst's wieder an und das möchte ich nicht. Dann machen wir es einfach so und versuchen sie so langsam wie möglich zusammenzuführen. So, das würde. Jetzt haben wir sie zusammengeführt. Einmal weiterhin auf 300. Dann bauen wir kleine Abschnitte. Und wo müssen wir hin? Wir müssen in diese Richtung hier kommen. Gut, das sollte eigentlich kein Problem sein. Kollision, da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht zu viel. Nehmen wir am besten das andere Gleis, wenn wir da an dem Pfeiler dann vorbeikommen. Oder so, dass wir an dem anderen Pfeiler vorbeikommen. Wir müssen nämlich einen kleinen Schlenker machen, um genug auszuholen. Also bei 300 ist das dann schon ein bisschen. Ja, es passt noch. Soll ja eine Schnellfahrstrecke sein von Kante zu Marktus. Aber sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ja, okay. Jetzt könnte man das vielleicht hier so machen. Passt das? Es passt. Wunderbar. Ja, Staffel 2 nochmal ganz kurz. Also, wir haben jetzt schon auch ein weiteres Meeting gehabt und schon ein paar Sachen gesprochen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche zur Staffel 2 habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Wir werden schauen, dass wir da alles Mögliche machen, um das umzusetzen, was ihr euch wünscht. Natürlich ist das unsere höchste Priorität. So, wenn ich das so mache, fahren wir immer noch 300 Brückenpfeiler-Kollision.
Brückenpfeiler-Kollision müsste man ein bisschen rauf, ja. Auch ein kleiner Trick. 300. Dann könnte er sogar hier rauskommen. Kann hier dann ganz elegant weiterführen. Marktus. Wenn du nicht einverstanden bist, weil du möchtest ja auch hier nach Matou es leiten lassen, müsste gehen hier reinwärts. Dann würde ich hier an dieser Stelle herauskommen. Na dann wünsche ich euch viel Spaß. Die Schnellverbindung steht dann soweit, würde ich sagen. Noch Kleinigkeiten. Noch nicht ganz. Was unsere Kante noch nicht gemacht hat oder ich noch nicht bewusst gesehen habe, Signale setzen. Das hat er das letzte Mal vergessen. Das werde ich jetzt nachholen für euch. Beziehungsweise ich werde Signale setzen und in regelmäßigen Abständen wäre doch schön, wenn man dann hier vor den Übergang hier, dann hier vor diesen Brücken einen Halt machen, wenn die Züge dann kurz vorm mal kurz halten sollten, was sie eigentlich nicht sollten, aber man weiß es ja nicht, wie viele Züge die drauf sitzen. Das ist auch allein nur ihre Entscheidung und ihre Sache. Da kann Kante morgen dann fleißig ja morgen, ja heute ist Sonntag, bisschen selber weiterbauen. Ich hoffe, Kante, für dich war das auch vollkommen in Ordnung, dass ich jetzt diese Brücke weggerissen habe. Wenn du möchtest, Kante, kannst du natürlich selbstverständlich bei mir die Brücke abreißen und nochmal anders neu setzen, damit du die Verbindung besser bekommst. Ich habe es halt versucht, so flach wie möglich. Ach, wisst ihr was, wir machen das ganz einfach jetzt einmal. Selber werden es ein bisschen hochsetzen, damit Kante nicht ganz so tief in die Erde reinsinkt. Werden wir natürlich Kollision. Okay, dann müssen wir noch mal ein bisschen weiter ausholen. Jetzt habe ich das Brückenpfeiler-Gedöns-Problem. Ich möchte es nicht ganz so eben haben. Sollte dann schon ein Hoppel sollte es auch nicht machen. Vielleicht könnte ich es sogar anbinden. Das wäre dann optimal. Kante, ich hoffe, du hast damit kein Problem. Würde dir das dann schon abnehmen. Ich weiß, man darf nicht drüben bauen, aber die Verbindung würde jetzt so oder so entstehen. Aber so, dass es eine Ebene gibt, solltest du nicht zufrieden sein, kannst du das gerne jederzeit nochmal abreißen, auch ein Stück in meiner Seite dann ein Bau hier abreißen. 251 schneller habe ich es jetzt hier nicht mehr rausbekommen. Müsste ich noch weiter ausholen, aber dann haben wir ja das letzte Mal hier das Problem gehabt. Aber kurz vorm Bahnhof, da bremst er sowieso ab. Wird dann, ist ja eine Einfahrtsgleis und allzu lang wird er dann nicht reinfahren. Meine ich mal, also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren von euch. Gut, das war die Schnellfahrstrecke. Wir haben genug Signale gesetzt. Marktus und Kante, ich wünsche euch damit viel Spaß und wir werden irgendwann mal demnächst auch Schönbau betreiben. Vielleicht gerade hier ein bisschen kantastische Wälder setzen. Ja, das ist nicht mein Verdienst, das ist Kante sein Verdienst. Er hat damit angefangen, er ist schuld. So. Aber wenn man hier jetzt ein bisschen paar Bäume setzt, würde er sich vielleicht auch freuen. Kante mag das ja.
das ist für dich Kante. Mache ich extra für dich. Bisschen Wald und Wiesen, wie man so schön sagt. Aber Wiese haben wir ja schon die ganze Zeit im Spiel. Also würde ich gerne hier ein bisschen das Dreieck. Ist mehr Kante-Style-mäßig. Ja, einbauen, einfügen hier. Natürlich müssen wir hier auch noch ein bisschen schauen, dass wir hier ein bisschen paar Bäume, Ausläufer. Da gibt es auch mittlerweile tolle Mods, muss ich sagen, dass man da richtig schöne Parks bauen kann. Aber wir sind nicht die auf Pause. Wir müssen weiterlaufen lassen. Ah, Jungs, tut mir echt wieder leid. Ich bin ja ein Schluri, ich weiß, das habe ich echt. Lasst euch Sanktionen einfallen. Ich akzeptiere es. Staffel 2, ja, da werden Sanktionen eventuell kommen mit Überziehen. Da bin ich betroffen damit, auf jeden Fall. Patre interessiert es denn in dem Moment dann nicht mehr, weil er auch nicht mehr dabei ist. Zur Staffel 2, wie ihr es auch selber jetzt bei seinen Folgen gemerkt habt, ist ja schon wahnsinnig unter Zeitdruck. Ja, aber Real Life geht vor, darf man nicht vergessen. Das ist alles hier bei uns ein Hobby und Spaß soll das haben. Und wenn wir das noch unter Zwang und Stress machen müssen, macht es auch keinen Spaß mehr und dann habt ihr auch selber persönlich keine Freude mehr. So, jetzt genug Wald gesetzt. Ach, hier vielleicht noch ein bisschen Rundung reinbringen. Aber mal ein bisschen anders. Wir haben ja Mischwald. In Europa, Mitteleuropa, so wie wir uns hier bewegen, haben wir Mischwald. Ich möchte auch gerne noch mal unsere Züge anschauen. Rosa. Ja, hier haben wir auch noch weitere führende Strecke. War eigentlich anders geplant, aber ist okay. Wir haben unsere Schnelllinien. Okay, hier hat unser Patre noch ein Mist gebaut. Was heißt hier? Also er hat das damals sein Gleisvorfeld so umgebaut, dass wir. Das war genau genommen gestern. Damit unsere Züge sich hier stauen. Wie sieht eigentlich unsere Stadt aus? Zu der 40. Folge möchte ich jetzt weniger bauen, eher mal ein bisschen schauen, ein paar Mitfahrten noch machen. Die letzte, ja, 17 Minuten. Hier unser Güterzug. Der fährt mit 72 Broteinheiten, Lebensmitteleinheiten. Nach Ho Chi Minh wird sie da zum Teil entladen, vielleicht auch komplett. War viel Betrieb auf dem Bahnhof. Also Personen zumindest mal. Züge lassen noch zu wünschen übrig gerade. Ja, komplett leer gemacht. Ah, das ist der fährt nur Lebensmittel. Auch gut. Bin ich nicht böse drum. Auch hier, was sich so entwickelt hat, Riesengebäude mittlerweile. Könnt ihr noch erinnern, wo ich das hier alles abgerissen habe, was sich hier schon wieder alles entwickelt hat? Gigantisch, oder? Faszinierend. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und Verkehrschaos haben wir auf den Straßen. Hier. Ja, der Stau. Der Stau, das liegt daran, weil wir vielleicht noch, ja, 48, die wollen alle zum Bahnhof, der ist voll. Was wartet hier? Ja, 122 Passagiere. Hier staut sich's. Warum staut sich's hier? Zu viel Personenverkehr. Vielleicht doch hier hinten eine Busspur machen. Kleine Verbesserungen. Ja, das ist nichts bauen. Wir wollen nichts bauen. Wir wollen nur kontrollieren die Fahrzeuge, schauen, ob irgendwo. Ja,
LKWs werden wir jetzt natürlich auch ersetzen. Na, wo hängt es jetzt? Ah, Fahrzeug. Viele, viele Fahrzeuge, wo er laden muss. Und wir setzen den hier ein mit unserer Farbe automatisch ersetzen. Jawohl. Schauen wir mal gerade auch unsere Linien. Ich möchte heute mal ein bisschen Statistiken mit euch durchgehen. Fahrzeugliste vom Alter her. Da sind noch ziemlich Kante. Du hast noch einige alte Fahrzeuge. Marktus, du hast auch noch einige alte Fahrzeuge dabei. Ja, viele, viele alte Fahrzeuge. Marktus nochmal. Hier haben wir unseren. Den habe ich doch gerade als Ersatz gemacht. Wird auch dann passieren. Hier haben wir auch nochmal was für Fahrzeuge auf Schienen. Unsere Brotlinie, genau unsere Züge, okay. Werden wir natürlich auch neue Züge draufsetzen. Gutes Rollmaterial ist immer wichtig. Na, wollt er nicht, ha? Oder hat das. Ach ja. Nein, auch nicht. Wo ist es? Ich kann keinen Fahrzeugersatz. Ja, okay, Entschuldigung. Ach. Jungs. Warum sagt es mir nicht gleich hier vor der Nase? Welche haben wir da? Schauen wir uns mal an. Schauen wir uns diese an. Das ist, das Teil hier. Wir haben die Baureihe 145 DB Cargo. Das wäre diese hier. Tun wir mal hinzufügen. Eine müsste nochmal funktionieren. Dann haben wir automatisch, nein, die NZAB-Wagen Güter. Welche waren das? Da war das. Haben wir 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und von denen haben wir dann auch bestimmt 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fahrzeugersatz, 313 Meter, passt, ersetzen. Gut, haben wir auch aktiviert. So, mal noch grob zu meinen Linien. Hier haben wir auch noch Tristram Bahnhof. Fahrzeuge sind LKWs. LKWs müssen wir viele ersetzen. Was sind das für LKWs? Die Reefer, MAN. Und, das sind die Alcargo. Da muss ich echt umändern. Die Alcargo. Mann, ist das, haben wir doch erst vor kurzem gemacht. Die Reefer habe ich gemacht wegen Lebensmitteln. Könnten wir sie jetzt manuell, aber ich setze jetzt auf All Cargo und ersetzen, jawohl. Da seht ihr mal, wie schnell die Zeit doch vergeht. Der hat Fahrzeugersatz drin. Fluss im Januar. Busse. Wie voll sind sie? 3, ja, braucht man nicht so viele Busse. Also so große Busse mehr. Nehmen wir, ja, was nehmen wir, den haben wir, 15 Passagiere, ja, 90, 100, 200, ja, wir belassen das bei dem, die Farbe habe ich immer vergessen bei den Fahrzeugen, wird im nächsten Patch auch besser funktionieren, hoffe ich mal. ZGZ Rohöl haben wir schon Fahrzeugersatz drin. ÖV Tristram haben wir gerade auch gemacht. Nein, haben wir nicht. Was haben die für Fahrzeuge? Auch die Mercedes-Busse sind auch nicht ganz so voll. Aber wir werden trotzdem, weil das Fluss im Januar ist, darf man ja nicht vergessen, es ist verdammt viel Personenaufkommen. Ich denke mal, dass ich auch hier noch eine zweite weitere Linie einsetze, die nur von hier nach hier fährt. Oder beziehungsweise hier, hier, hier. Und vielleicht beziehungsweise hier einen kleinen Rundkurs noch machen. Ein kleiner Rundkurs, die dann von hier. Ja, die Bushaltestelle ist jetzt ein bisschen fehl am Platz. Dass wir das Bahnhofsbereich
Ah, wir haben auf dieser Seite noch gar nichts gemacht. Also doch ein bisschen bauen. Fährt der Bus dann hier entlang. Der soll ein bisschen Pendelverkehr machen, aber dabei die Leute zum Bahnhof hin und her bewegen. Also hier raus könnte er hier halten, beziehungsweise würden wir hier eine Bushaltestelle machen. Fährt er hier direkt durch und soll dann hier halten. Nein, dass die Passagiere hinter dran. Ich überlege gerade, wenn das die Personen dann hinterm Bus durchlaufen können, dann kann der hier so eine Rundung machen. Das verbinden wir noch. Kann er sie hier wieder aufsammeln, diesen Gebiet, und hier wieder. Nein, das machen wir noch besser. Das machen wir besser. Das können wir besser. Eindeutig. Hier. Und wir sehen hier eine Straße, die wir dann doch vielleicht doch bis hierhin bekommen. Steigung zu groß. Steigung zu groß. Na, schade, schade, schade. Das wäre jetzt zu schön gewesen, wahr zu sein. Ja, das ist genau so ein hässlicher Knick drin. Da macht es keinen Unterschied. Vielleicht sieht schon besser aus. Nur so eine Brückenkreuzung. Gibt es bestimmt. Kann aber jetzt nicht sagen, wo es sowas gibt. Vielleicht wisst ihr so, wo es so eine große Brückenkreuzung geben sollte, könnte. Machen wir das gesamte Paket nicht mit Absicht auch ein bisschen anders, ja. Dass das auch alles ja Sinn macht. So. Sieht ein bisschen kurios aus, aber ja, wir werden es schon machen. Die werden schon richtig fahren, sagen wir so. Gut, neue Linie erstellen und zwar von hier nach hier, noch dort und dann hier wieder zurück. Ja, genau, das ist das. Im neuen Patch kann man Wegpunkt setzen, dann würde ich den nämlich jetzt gerade hier setzen. Also setze ich jetzt einen Ersatzwegpunkt, wobei das ich eigentlich gar nicht möchte, werde vorm nach dem Königsberger Straße hierhin fahren lassen. 4. Und dann fährt er wieder zurück. Warum fährt er wieder zurück? Ahornweg. Ach ja, falsche Stelle. Ja, okay, gut. Dann ist natürlich klar, soll er natürlich so rumfahren. Warum macht er jetzt die 4 so komisch? Ah, er muss umdrehen, umdrehen. Da habe ich auch wieder einen Denkfehler. So, jetzt fährt er so. Dann fährt er. Könnte man hier nochmal ein Persönchen mitnehmen? Ist zwar eine LKW-Entladestation, habe ich jetzt mal so vorher mal deklariert. Und soll hier die Leute mitnehmen. Gut, das ist die Linie 4 bestimmt. Z. Was war das für Ho Chi? Oh, Ho Chi Minh Stadt. Min. Und Linie 4 müsste es sein, soweit ich mich erinnern könnte. Nur Bus. Da gibt es keine Tram SL, nur ist es Linie 2. Haben wir wirklich nur eine einzige Linie in Ho Chi Minh Stadt? Unsere Farbe nicht vergessen. Noch eine helle, damit wir ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Und Fahrzeuge, Straßenfahrzeugdepot haben wir.
Hier, Trams, hier, Straßenfahrzeug hier. Okay. Da werden einige Passagiere noch kommen. Werden wir auch den Wright Streetcar oder wir werden den kaufen? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 werden wir da zuweisen. Und hier jetzt diese Linie, nochmal die Fahrzeuge Linienfarbe geben. Und machen eine Fahrt mit dem Bus hier bisschen durch die Ho Chi Minh Stadt. Also ganz leicht Farbe hier, aber mehr auch nicht. So, an dieser Stelle möchte ich mich schon verabschieden. Noch ein klein paar Statistiken. Nochmal kurz schauen, was sich so entwickelt hat. Produktionen, die größte Produktionen hier 1600 Matu, Stadt 9, Matu. Also da sind sie schon gut dabei, Flampolin. Bei mir, ich weiß gar nicht, welche Stadt ich mehr hatte. Ich musste irgendwelches Ölzeug haben. Ja, aber für alle, die es ein bisschen interessiert, ja, gewisse Statistiken, Industriestatistik, Stadtstatistik haben wir uns schon ein paar Mal angeschaut, beziehungsweise die anderen. Kantopolis mit 5.322 Einwohnern, Punkthausen, Etzbach, Matu, Neu-Tristram schon. Ho Chi Minh hat es ziemlich nachgelassen, aber meine drei Städte sind schön dicht beieinander. Finde ich gar nicht so verkehrt. Was gibt's noch? Depots? Nee, das ist uninteressant. Was fehlt noch? Logo fehlt natürlich. Was ist das? Wie viele Linien wir haben? Welcher der größte Ertrag ist? Da gibt es welche, die fahren gar keinen Ertrag ein. Und das ist einmal unsere Linie, klar, die ist jetzt erst neu eingesetzt. Die Güterlinie Rio de Janeiro fährt ziemlich schlecht den Gewinn ein, aber immerhin etwas. Das soll ja eigentlich bloß Zubringer sein. So, das weit verbreiteste, was richtig gut läuft, am meisten Umsatz macht, ist Patre Marktus Regionalbahn Matu Etzbach. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also da läuft doch einiges an Kohle. Sind auch nicht so hoch besetzt. Kanto Express mit 495 Gesamtkapazität. Da haben sie natürlich einen Haufen draufgesetzt hier. Ja, aber sehr interessant. Ich scroll das ein bisschen langsamer runter. Kann man ja ein bisschen schauen. Ja, also. Ich würde sagen, gesund verteilt. Fahrzeuge haben wir jetzt vorher schon mal durchgeschaut, vom Alter her. Haltestellen. Haltestellen sind hier. Größte Cargo ist Kantopolis Zentrum, wo am meisten Cargo Standard Flampolin, Punkthausen, Matu, Kantopolis Stahl, Procity, Kantopolis. Neu-Tristram Zentrum hat auch große Mengen schon liegen. Gut. Also auch vom Finanzen könnt ihr schauen, 6 Millionen Baukosten hatten wir irgendwo. 6 Millionen Baukosten. Jungs, wir spielen ohne Kosten, also nicht wundern. So, zu der 40. Folge haben wir jetzt noch ein bisschen Eindruck gewonnen. Noch ein bisschen Perspektive der gesamten Map, was noch alles passiert. Ich kann jetzt nicht ins Detail reingehen. Leider, meine Zeit ist schon wieder um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Sonntag noch oder wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr es anschaut. Bis dahin, tschüss.